So, ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Wir haben heute gesehen, mobiles Lernen ist Lernen ohne Kabel. Mobile Geräte haben in der Regel kleinere Bildschirme, haben aber völlig neue Eingabemöglichkeiten wie Mikrofon und Kamera, was bei PCs bisher noch sehr stiefmütterlich war. Wir haben gesehen, heute geht es vor allen Dingen darum, Lerninhalte mobil verfügbar zu machen. Wir haben auch gesehen, dass es aber völlig neue Formen des Lernens gibt, nämlich das situativ relevante und ortsunabhängige Lernen, beispielsweise durch QR-Codes am Supermarktregal oder durch GPS-basierte Lerninhalte. Ich gebe Ihnen jetzt noch 5 Schritte mit, wie Sie mobiles Lernen in Ihrer Organisation oder Ihrem Unternehmen einführen können. Erstellen Sie einen ersten mobilgerättauglichen Lerninhalt oder passen Sie einen bestehenden Lerninhalt mobilgerättauglich an. Ermitteln Sie in Ihrer Organisation, wie viele mobile Geräte zur Verfügung stehen. Beziehen Sie vielleicht auch private Geräte mit ein oder verteilen Sie leihweise einfache Tablet-PCs zum mobilen Lernen. Machen Sie sich als Unternehmen Gedanken darüber, wie Sie Lernzeiten vergüten. Und erstellen Sie im letzten Schritt spezifische Inhalte für mobiles Lernen, die auch ortsgebunden oder situativ relevant sein können. So, wir sind jetzt in Solingen Vogelpark. Das ist in der Nähe von Hilden. Das ist das Ende unserer Fahrt. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, besuchen Sie uns auf www.carmedia.de.